Endlich, endlich, endlich ist es soweit. Wir können über Dune Part 2 sprechen, der nachdem er aufgrund des Doppelstreiks in Hollywood im letzten Jahr, und da war ja mein Most Anticipated Movie, ja nochmal 4,5 Monate verschoben worden ist und endlich nun diese Woche ab dem 29. Februar unter anderem auch in den deutschen Kinos startet und natürlich die Fortsetzung von Dune Part 1 von Denis Villeneuve ist. Und ich habe den Film gestern gesehen und ich merke nach dem Schauen, wow, das sind so viele Eindrücke, so viele Sachen, die ich einordnen will. Nicht alles ist super, was da ehrlicherweise glänzt. Ein paar Sachen will ich differenzieren, aber auch, weil ich mir ein paar mehr Gedanken gemacht habe, aber ich auch merke, die Nachwirkungen sind so relativ groß, dass es selbst einen knappen Tag danach noch schwerfällt, alles unter einen Hut zu bringen, sodass ich mir überlegen muss, vielleicht reden wir ein bisschen darüber, wo kommen wir her, was ist die Ausgangssituation, was sind vielleicht die Erwartungen und wie lässt sich das alles unter einen Hut bringen in meinem Überblick oder meiner Review oder meinem Erlebnis mit Dune Part 2. In oder Part 2 in den Kinos anzuschauen, der übrigens 166 Minuten lang ist, also fast 3 Stunden Lauflänge hat, ab 12 Jahren freigegeben ist und die Geschichte von Paul Atreides weitererzählt. Nun reden wir erst einmal kurz darüber. Dune, der Wüstenplanet, ist die Buchvorlage von Frank Herbert. Ein Buch, ungefähr 600 Seiten dick, das im Grunde, was Science Fiction angeht, als so, dass das Grundwerk immer wieder mal gerne bezeichnet wird, bei dem sich auch andere Werke und auch große Franchises bei den Ideen fleißig bedient haben. Ihr werdet sicherlich wissen, was ich meine an dieser Stelle. Wenn nicht, sind das nochmal für sich genommen ganz eigene Geschichten und ganz eigene Videos und das eigentlich immer als unverfilmbar galt. Es gab mehrere Anläufe, das zu versuchen. Auch das sind eigene Geschichten. Allein wenn wir auf die 84er-Version gucken, die so sehr zerschnitten wurde, dass sich der Regisseur unter anderem distanzierte, war das immer wieder ein Werk, bei dem man sich wünschte, auf der großen Leinwand es erleben zu können, aber gleichzeitig wusste, wie soll man das Ganze darauf transportieren, bis Denis Villeneuve, der Regisseur von unter anderem Blade Runner 2000, 1049, Arrival oder auch Sicario, Prisoners und viele mehr sagte, das ist sein Kindheitstraum, das mal umzusetzen. Und zum Glück hat man ihm grünes Licht gegeben bei Warner Brothers, damals den ersten Teil oder Dune in einem ersten Teil bis zu einem bestimmten Punkt mit einem Cliffhanger zu erzählen. Denn was er da vor die Leinwand gebannt hat, gedreht wie auch der zweiten Teil, zu großen Teil, vielen Sequenzen in der Wüste von Jordanien, alles in Camera, wenige CGI-Effekte, wenn sie nicht unbedingt sein müssen, sich dadurch vieles so echt anfühlt, in einem Look, wo man allein durch die gleißenden Lichter der Sonne, diese vertrockneten Planeten, in dem Wasser die Währung ist, unter dem Volk der Fremen, das in der Wüste überlebt und perfekt angepasst ist, und gleichzeitig wie die Herrschaftsverhältnisse zwischen verschiedensten Häusern, da kommen wir gleich dazu, überwacht von einem Imperator und einer Schwesternschaft, die im Hintergrund Strippen zieht und versucht, ihre Saat auszusehen, alles zusammengebracht wird, ist eine fantastische Welt und ein gigantisches Worldbuilding, dass man alles zusammenpackt und den tatsächlich geschafft hat, mit dem Look, mit dem Set-Design, auch mit einer Musik von Hans Zimmer, die wir auch wieder hier im zweiten Teil bekommen, die schon während des Schnittes eingefügt wurde und nicht erst am Ende draufgelegt wird, sodass sich alles wie eine Einheit anspürte zwischen Ökologie, zwischen Ökonomie, zwischen Verwandtschaftsverhältnisse, aber auch einer großen Prophezeiung um einen Messias, um einen Propheten, um einen, der alles ändern könnte und vielleicht sogar die Welt umstürzen und nach allen eigenen Visionen Milliarden Menschen das Leben kosten könnte, der erschrickt vor dem, was er in seiner eigenen Zukunft sieht. Da ist so viel Macht und so viel Kraft drin, wo wir nach dem ersten Teil, den ich als Meisterwerk empfunden habe, nun in Teil 2 hineingehen. Und war ich gespannt, so wie Abermillionen Menschen rund um den Erdball. Und um kurz die Ausgangssituation abzuholen, wir befinden uns an dem Punkt, an dem die Harkonnen die Atreides überfallen haben auf dem Planeten Arrakis, dem Wüstenplaneten. Der ist dafür bekannt, dass er im Grunde vertrocknet ist. Er besteht aus Sand, aber in diesem Sand befindet sich Spice, ein Gewürz, auch Melange genannt, in der Buchvorlage, das wiederum dafür sorgt, dass es auf der einen Seite im Universum die wichtigste Kraft ist, um sich fortzubewegen als Material, aber auch wie eine Droge, die bei den Menschen das Bewusstsein erweitern kann, weswegen die Fremen, die in diesem Umfeld leben und auch Teile davon konsumieren, blau strahlende Augen haben. Und nach diesem Überfall der Harkonnen auf die Atreides, die zunächst nämlich diesen Planeten von den anderen übernommen hatten, ist der Anführer Herzog Leto tot. Und es ist sein Sohn Paul Atreides, dem es gelingt zu fliehen oder zumindest in Sicherheit zusammen mit seiner Mutter Jessica, die eine Bene Gesserit ist, aber gleichzeitig die Mutter von Paul, die Unterschlupf finden bei den Fremen. Und das ist der Ausgangspunkt. Paul versucht, die Kultur, die Bräuche der Fremen zu erlernen. Es wird gleichzeitig die Prophezeiung über ihn, dass er eine große Bestimmung hat, dass er jemand ist, dem die Fremen folgen werden, der vielleicht auch in einen großen Kampf führen kann, um sich schlägt. Es geht um eine Leidenschaft und eine Liebe. Es geht um die Angst von
von großem Verlust. Es geht um die Harkonnen auf der anderen Seite, die ihre Macht ausbauen. Ein perfider Plan rund um Baron Wladimir Harkonnen, der auch durch seine eigenen Verwandtschaftsverhältnisse hindurch eigene Strukturen sieht, wie man versuchen kann, bis ins höchste Amt vielleicht zu klettern. Der Imperator, der über allem wacht. Das ist dann das erste Mal, dass Prinzessin Irulan, gespielt von Florence Pugh, auftaucht, die in der Vorlage die Erzählerin ist, noch hier die Erzählung dann übernimmt. Und es geht um die Bene Gesserit und ihre ganz eigene Struktur, wo man im Grunde sagen kann, sind die vielleicht sogar mächtiger als alles andere? Und da ahnt man schon, das als Ausgangspunkt zu nehmen. Es gibt so viel zu erzählen in Dune Part 2, dass man auch diese knapp 3 Stunden braucht, um das sicherlich alles hineinzupacken. Und ich merkte auch, leider erst sehr spät, kurz bevor dieser Film startete, erst 2 Wochen vorher, Robert, warum liest du nicht mal die Vorlage? Bin eh in so einem Leseflow drin, aber auch Hörbücher und dachte mir, okay, dann höre ich wenigstens das Hörbuch. Zack, runtergeladen, 24,5 Stunden. Ich habe nur knapp 14 Stunden geschafft vorher und war nochmal fasziniert von all und werde es auch zu Ende hören und dann weiter, weil da kommt ja viel, weil auch Denis Villeneuve gesagt hat, er könnte Dune Messias, würde er vielleicht sogar weiter verfilmen als nächsten Film an dieser Stelle. Und ich bekam nochmal so viele Einblicke, die so viel tiefer reichten, als es der erste Teil mir vermitteln konnte. Aber klar, du musst bei so einer Vorlage enorm viele Abstriche machen. Mir wird dann aber auch klar bei Dune Part 2, dass da einiges in eine gewisse Unbalance gerät. Denn wir haben im Grunde, und ich gehe gleich auf die Schauspieler, auf den Look und alles ein, 4 plus 2 Themen würde ich es bezeichnen, die wir im Grunde ja irgendwie gleichwertig behandeln müssen, um in dieser Welt voranzuschreiten. Denn Dune Part 2 versucht da, wo der erste Teil noch relativ an der Oberfläche uns erklärt, wer sind die einzelnen Völker, um welchen Planeten geht es, wie ist das Leben dort so, was sind die wichtigsten Ressourcen, warum gibt es Verdrängung und Kampf, das ist ja meist rund um Ressourcen, versucht man jetzt hier tiefer zu gehen, in die einzelnen Strukturen hinein. Aber da reichen auch 3 Stunden ehrlicherweise nicht aus, um das so weit zu machen, dass man wirklich alle abholen kann. Und da ist für mich die Gewichtung nicht unbedingt die passendste, denn wir haben natürlich die Fremen. Wir haben die Fremen, ihre perfekte Anpassung an die Wüste, ihr Kultureinbrauch, ihre Religion, ihre Verteilung auf dem Planeten, Fundamentalisten im Süden, aufgeklärter, aber weniger fundamental denkende weiter im Norden, was das allein für den Planeten Arrakis bedeutet, wie ihre Sieges aufgebaut sind, ihre Höhlensysteme, dass man gar nicht weiß, wie viele von existieren da, was für brillante Kämpfer sie sind, dass selbst Zardaukar kaum eine Chance gegen sie haben. Das sind alles so Dinge, die weiß man aus der Vorlage auch von früher, die werden wir nicht unbedingt vermittelt bekommen, aber das ist ein Themengebiet und das sind nur die Fremen. Dann haben wir die Harkonnen, deren Strukturen, wir sehen schon im Trailer bei Dune Part 2, als uns Fate Rauter, über den werde ich auch gleich was sagen, gezeigt wird, dass sie fast schon mit Nazi-Architektur in einem Bauwerk uns in Marinenkampf anscheinend uns eingeleitet wird und wir werden über die Harkonnen, ihre Durchtriebenheit, den Abgrund, über den Baron, über Vorlieben sicherlich auch viel, viel erfahren können. Das ist die zweite Ebene. Dann gibt es den Imperator und die Frage, welche anderen Häuser gibt es denn da vielleicht? Über was für eine Galaxie schauen wir? Was sind die Ideen dahinter, die er verfolgt? Denn wir wissen aus dem ersten Teil, dass er ja irgendwie involviert ist in all das, was wir dort sehen. Aber was sind seine Interessen dahinter? Auch nochmal eine Ebene, gespielt von Christopher Walken hier. Und dann haben wir die Bene Gesserit, eine Schwesternschaft mit einer Mutteroberin, die im Grunde bestimmte Regeln anleitet und die Idee, wie man auch Genpoole am Leben hält und dass man sich einer Aufgabe unterwirft, die dann ganz weit von eigenen Emotionen weggebracht wird und mit dem Kopf geplant über lange Zeit, Jahrzehnte, Jahrhunderte angedacht ist, wie man agiert. Und dazu Arrakis als Schauplatz. Auf der einen Seite die Ökologie, die Ökonomie, das Spice, also das Gewürz. Was macht diese Droge? Was bedeutet das? Was macht es mit den Menschen, die dort leben? Was für eine Bedeutung hat es in der Galaxie? Und was hat Wasser für eine Bedeutung? Vor allem, wenn es sich irgendwann fast wie mit einem Heiligtum verbindet. Sachen, die wir in diesem Film dann sehen werden. Und die andere Ebene, die große Prophezeiung. Die Frage ist, kommt da eine Art Messias? Was ist der Weg, den man beschreiten wird? Wie gewalttätig wird der? Was für Opfer ist man bereit zu bringen? Alles ganz schön groß. Und da muss ich sagen, ist im gesamten Teil von Dune 2 für mich eine Unbalance drin, wo es zum Beispiel ich die Ökonomie und Ökologie liebte im ersten Teil, es sich dann sehr dreht Richtung religiösen Fundamentalismus. Und mir das dann irgendwann ehrlicherweise auch ein Ticken zu viel wurde. Für mich dann eine Richtung, die, obwohl man viele Sachen tiefer gräbt bei den Fremen, so alles weniger in das alltägliche Leben, in dem Miteinander, Untereinander, diese Höhlensysteme, alles, was mich da interessiert hätte, weniger den Schauort bekommt als der Glaube und den Weg, den man gehen will. Und ich finde, man versteht das eigentlich relativ gut und relativ schnell, ohne dass man das quasi so repetitiv immer wieder anwenden muss. War mir im Film tatsächlich dann immer wieder zu viel an dieser Stelle. Und auch unter die einzelnen Völkergruppen geht es hier sehr viel um die Fremen, was ich gut finde, auch um die Harkonnen. Aber die Bene Gesserit, die bekommt zwar ihre eigene Serie vielleicht noch 2024 als
Prequel-Geschichte aber fast zu sehr außen vor, wenn ich mir überlege, wie groß die Bedeutung und auch die Pläne sind, die eingebaut werden in Dune selbst durch die Bene Gesserit und den großen Blick, den man hat, vor allem weil Lady Jessica hier quasi eine Entwicklung erfährt innerhalb von Dune 2, wo ich glaube, dass viele sich die ohne die Vorlage erschließen müssen und dann eher sagen, okay, nehme ich hin, verstehe ich aber nicht. Und dafür ist die Bedeutung eigentlich zu groß. So ging es mir. Und da seht ihr schon, der gesamte Vorbau, um hier dann weiter reinzugehen, ist schon, weil die Themen viel sind, will ich aber ganz klar schon mal sagen, vieles, was der Film richtig macht, aber einiges, wo ich so denke, Mann, das tritt zu kurz. Und ich denke dann auch, ich sag's lieber gleich, ehe ich es hinten raus vergesse, Dune 1, für mich ein Meisterwerk. Dune 2 hätte das Potenzial dazu, ich finde ihn auch sehr gut, aber der ist kein Meisterwerk in meiner Wahrnehmung, aber hätte das Zeug gehabt, wenn man seitens Warner sich vielleicht auch getraut hätte zu sagen, weißt du was, denn wir machen einen Dreiteiler draus. Für mich fühlen sich hier ein paar Sachen so zurückgenommen an, als hätte ich bei Herr der Ringe gesagt, lass uns nicht einen Dreiteiler machen, Peter Jackson, sondern einen Zweiteiler und hätte dann so das Leben der Zwerge rausgenommen, das Leben der Ent und wie die miteinander agieren und vielleicht auch der Elfen und wir kennen sie dann zwar als Gruppen, die kämpfen, uns fehlt aber so richtig die emotionale Verbindung und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, einen Dreiteiler hier aus Dune zu machen, hätte aus dem zweiten wieder ein Meisterwerk machen können und ein fulminantes Finale in einem dritten Teil, so hätte ich es mir gewünscht und ich würde es auch nicht wundern, wenn sich das monetär für Warner absolut gelohnt hätte, aber das ist meine Meinung an dieser Stelle. Ansonsten optisch ein Film, der verpflichtet ins Kino zu gehen. Visuell wieder brachial gut. Die Ideen, was man von den Ornithoptern, okay, die kennen wir, aber allein was so die Fabrik oder die Erntemaschinen des Spice angeht, wie sich die Hakon-Maschinen von denen der Atreides, die sie vorgefunden haben, unterscheiden, alles was so an verschiedensten flugfähigen mobilen Gerät wiederfindet, auch so Lasguns, Schilde, warum die eigentlich nicht miteinander verwendet werden dürfen, wird hier nur so minimal angerissen, aber technisch sieht das wieder brillant aus, dieses In-Camera-Drehen, in den Orten sein, an der Wüste zu sein, einfach diese gleißenden Lichter zu haben, die Höhlensysteme der Fremen, das sieht so gut aus, wenn wir dann aber auch so Erinnerungen, zumindest in der Vorstellung an Caladan haben und auch gleichzeitig nochmal da sehen, wo kommen die Hakon her, wie sieht deren Planet aus, wenn die Bilder sich dann unter einer schwarzen Sonne in schwarz-weiß tränken und das alles einfach so kalt, so böse und so abgrundtief aussieht, bekommt das so einen faschistoiden Look, der so konträr ist zu dem, was wir sonst als Bild die ganze Zeit bekommen und sich dann die Musik von Hans Zimmer einfügt, die wieder einfach so passend rein ist, muss man sagen, technischen Film, den muss man auf der großen Leinwand sehen, der entfaltete seine Wirkung kaum zu glauben, wenn den jemand später auf dem Handy oder auf dem Tablet sieht, das ist eigentlich ehrlicherweise nicht hinzunehmen. Dune 2 muss man auf der großen Leinwand gucken und ich finde oder ich glaube, dass auch nicht wenige sagen werden, Robert, ich sehe vielleicht deine Punkte, aber ich konnte das noch viel mehr genießen und wir den richtig feiern werden und Spaß haben, was unter anderem auch an den nicht nur namhaften, sondern wirklich starken Cast liegt, denn wir haben natürlich wieder Timothy Chalamet als Paul Atreides vorneweg und ich finde, der macht das richtig gut. Sein Interesse für das Leben der Fremen, dort im Einklang zu sein, im Grunde nach einem neuen Zuhause zu suchen und trotzdem diesen Willen der Rache und der Akt, den er dafür begehen möchte, ein Ring am Finger, der ihn immer noch an seinen Vater erinnert, aber gleichzeitig auch das, was er von seiner Mutter und somit einer Bene Gesserit gelernt hat und die Wahrheit unterscheiden kann, Dinge sehen kann und ab welchem Punkt es vielleicht zu einer Machtergreifung kommt oder nicht. Es ist vor allem in Verbindung mit Zendaya, die wir ja im ersten Teil kaum was machen durfte, hier sehr an den Fokus rückt als Shani. Eine, die, was die Bene Gesserit angeht, keine Fundamentalistin ist, aber trotzdem für ihr Volk ist, für ihre Leute ist und die im Grunde Fremde erst einmal argwöhnisch anschaut, aber Paul so eine Ansicht dran lässt, dass sich zwischen den beiden was entspinnt. Da muss ich sagen, wird das relativ defensiv erzählt und diese Leidenschaft transportiert sich für mich nicht genug. Da ist die Chemie zwischen den beiden dafür, dass ein großer Kernkonflikt auch damit aufgebaut wird. Ehrlicherweise zu wenig in vielen Momenten, was ich sehr schade finde, aber unabhängig davon, auf einer politischen Ebene oder einer Weltanschauungsebene sind die beiden sowohl in dem, dass sie zusammengehören, als aber auch merken, da gibt es einen Punkt, da gibt es einen Konflikt und der wird sich nicht einfach auflösen, richtig stark. Und Zendaya dreht hier ehrlicherweise voll auf und macht das richtig gut, wie ich finde. Dann Rebecca Ferguson als Jessica, eigentlich eine so große und wichtige Figur, auch in diesem Teil, wo sie sich hinentwickelt und da müssen wir mit ein, zwei Steps, wo der Film sie dann ganz weiter pusht, nach oben und ihre Bedeutung als Mutter, die aber eigentlich in der Buchvorlage zum Beispiel sogar Angst vor ihrem Sohn bekommt, an bestimmten Punkten hier so einiges übergangen und übersprungen wird. Und so bleibt insgesamt die Bene Gesserit, weil die haben ja auch geile Kostüme, wenn sie da auftauchen, all diese Ehrerbietung, die man diesen erweist und dass sie eigentlich eine Sonderstellung in dieser gesamten Welt von Dune haben und man auch, wenn sie mit ihrer Stimme sprechen, mit der sie Dinge befehligen können und wie die Ränge untereinander tauschen und wechseln können, hier fast wie so ein Mysterium bleiben. Und ich finde,
da reinzutauchen, würde sich aus so vielen Gründen lohnen, weil es natürlich einen Grund gibt, warum die Fremen vielleicht glauben, was sie glauben. Wie weit reicht es zurück und wann hat man wie was geplant? Und in diesem Film wird es auch Punkte geben, wo es eben darum geht, wie man mit DNA umgeht und welche Ziele man verfolgt, wo ich mir denke, okay, nehme ich hin, aber dass man sie so, ich will nicht sagen vernachlässigt, aber dann doch zu wenig in den Fokus nimmt, das ist für mich einer so der schwersten Schläge in Dune Part 2, wo ich gerne mehr gesehen hätte. Und deswegen bleibt Rebecca Ferguson, glaube ich, eine Figur, bei der viele sagen müssen, okay, was hat es mit der auf sich? Und dass ich nochmal ganz anders anschaut, wenn man sich mit der Vorlage auseinandersetzt. Javier Bardem, immer ein guter, als Stilgar, Anführer der Fremen, der hier fast am ehesten zugeschasst bekommt, manchmal ein Comic Relief einzubauen und auch die Sage, die Prophezeiung zu transportieren. Und ich finde an der Stelle, der macht es gut, aber gibt natürlich auch diesen Pfad vor, weg von diesem ökologisch-ökonomischen, was auch das Wasser für eine Bedeutung der Fremen hat, wie sie auch mit Leichnamen umgehen und was das Wasser wie eine Seele quasi in eine Art Seelenbrunnen mündend. Ihr werdet dann verstehen, was ich meine, wenn ihr den Film seht, eine ganz spirituell, aber auch religiöse Ebene bekommt. Und dieser Übergang wird auf der einen Seite sehr clever gebaut. Auf der anderen Seite wird aber auch der Pfad gegeben, sehr in diese Richtung zu gehen und anderes außen vor zu lassen. Und das finde ich schade, weil Arrakis immer auch ein Thema anscheinend ist, rund um Spice, um Marge, um Macht, um Einfluss, eben die Ökonomie dahinter, aber auch, was Wasser für eine Bedeutung haben kann, wenn es einfach nicht vorhanden ist. Und wenn ich das alles in so eine Glaubensrichtung überführe, bleibt so ein sehr weltlicher Aspekt zurück, über den ich mich im ersten Teil ganz gut nicht identifizieren konnte, aber den ich wahnsinnig interessant fand, weil ich auch dieses Bild der Wüsten-Känguru-Maus schon so schön im ersten Teil fand, die einen Tropfen Wasser nahm und überhaupt nichts verschwendet. Und wenn ich das alles ins Religiöse ziehe, ist es für mich dieser Beigeschmack, den ich so in dieser Intensität nicht brauchte, auch wenn Prophezeiung natürlich das Kernthema ist und in der Vorlage ja auch von Dschihad, von Scharia gesprochen wird und so weiter und so fort. So, gehen wir weiter. Stellan Skarsgård, Baron Vladimir Harkon, wieder genauso eklig, wie wir es kennen. Ich finde, wenn seine sexuelle Vorliebe mal zum Tragen kommt, für einen kurzen Moment, dann ergibt sich nochmal so eine Düsterheit in dieser Figur, die sehr weit greift und sich selber genießt in ihrer Fettleibigkeit, trotzdem ihre Macht spürt und das ausstrahlt, der ist ja auch gerne, es ist interessant, was der alles hübsch finden kann. Ich glaube, Kenner der Vorlage wissen, was ich meine und wie sich dann durch die Struktur zieht, wenn Dave Bautista als Beast Raban genutzt wird, um Arrakis und Arrakeen, die Stadt im Norden dort, zu regieren, um die Harkon wieder einzusetzen, aber vor allem, und das ist es sehr spannend zu sehen, Austin Butler als Fate Rauta. Den sehen wir im Trailer schon, ein Psychopath. Der mordet aus Spaß. Der ist gewalttätig durch und durch. Hier war Bill Skarsgård oder Barry Keoghan ebenfalls noch auf dem Plan. Gerade bei Bill Skarsgård wäre spannend gewesen, weil es ja dann tatsächliche Verwandtschaftsverhältnisse gegeben hätte zu Stellan Skarsgård. Er hat sich hier nochmal 11 Kilogramm Muskeln draufgepackt. Austin Butler, gerade seine Augen, die doch was Verträumtes haben in diesem sehr eisernen und kalten Körper dann, erzielen schon eine Wirkung. Und wenn er das erste Mal auftritt in diesem Mauerwerk einer Arena, die nur aus Stahl und Menschen besteht, dann ist das schon auch eine Erinnerung an sehr düstere Bilder aus Dritte Reichzeiten. Und genau dahin gehen wir doch inszeniert. Und da bricht das Bild dann auch. Austin Butler macht das sehr eindrucksvoll. Ein Psychopath, wo du nie weißt, was als nächstes passiert, der einfach nur wahnsinnig gefährlich wirkt und sich nimmt, was er möchte, spielt er richtig gut. Josh Brolin als Gurney Halleck. Hier hätte ich mir ehrlicherweise mehr gewünscht, noch von ihm zu sehen. Er ist quasi eine Verbindung in die alte Geschichte, in die alte DNA. Sehr viel mehr kann er nicht sein. Aber klar, bei all den Figuren, die ich jetzt schon aufzähle, und das sind ja nur die bekannten Schauspieler. Irgendwo muss der Raum ja auch weggehen. Ähnlich bei einer Florence Pugh, Prinzessin Irulan, die Erzählerin. Spannend, wohin sich ihrer Bogen noch spannen könnte. An der Seite des Imperators von Christopher Walken gespielt. Der geht natürlich immer. Hier müssen wir natürlich annehmen, der Imperator und seine Bedeutung. So viel Screentime bekommt der gar nicht. Aber wir wissen eben von oben, dass dort eine gewisse Macht existiert, die aber gar nicht so stark etabliert wird. Hier sehe ich auch so ein bisschen Punkte, wo man noch ein bisschen mehr Raum hätte reingeben können. Und Charlotte Rampling nochmal als die Reverend Mother, die Mutter Oberin der Bene Gesserit. Und das wäre auch nochmal wichtig gewesen, wie Strukturen sich da ändern, aufbrechen können und untereinander organisiert sind. Dieser gesamte Cast funktioniert und jede Figur davon hat Bedeutung. Eingefärbt in eine Welt, die stark aussieht und visuell das Königsklasse abliefert auf der Leinwand, ist wirklich das Allerärgste für mich, dass ich glaube, dass Dune so viel Tiefschichtigkeit, Komplexität und auch unterschiedliche Kulturen mit sich bringt, in die man so
deutlich eindringen könnte, dass es eigentlich aus meiner Sicht gar keinen richtigen Grund gibt, hier das Hauptwerk in nur zwei Filme zu packen. Und ich mir gewünscht hätte, da einen mittleren Teil zu machen, der nochmal sehr viel mehr in das Alltagsleben der Fremen, der Hakon, aber vor allem der Bene Gesserit eintaucht, sodass man sich auch für einzelne Actionsequenzen, weil natürlich sind die großen Würmer und auch wir sehen es im Trailer, Reiten von Würmern, den Respekt dadurch erlangen. Alles große Schauwerte, Kämpfe, die dabei entstehen, sind oft so gut durchchoreografiert, dass ich sagen muss, dass nicht bloß dieser Look in Camera so wahnsinnig gut wird, sondern dann auch, wenn Sachen geübt werden müssen, ineinander eingehen, da so viele kleine Griffe, Schnelligkeiten oder auch Tarnungen drin sind, aus denen man auftauchen und den Hinterhalt als Momentum nutzen kann, um zu überraschen, dass das wirklich, wirklich klasse ist und eigentlich gar nicht so schnell in einem Film abgefrühstückt werden müsste. Also, Prinzessin Irulan als Erzählerin, finde ich einen anderen Look, der sich mehr an die Vorlage orientiert, finde ich gut. Sets, Look, Sound, der Bombast dahinter, wirklich große Klasse. Der Cast und seine Performance, jeweils einzeln, funktionieren für mich alle, bis auf die Chemie zwischen Timothée Chalamet und Zendaya, wo ich mir denke, warum so defensiv das etablieren? Weil das ist schon auch eine Frage, was steht denn hier auf dem Spiel? Und wenn das direkt angesprochen wird, als Weg zu sagen, ich bin vielleicht nicht bereit, dahin zu gehen, müsste man es stärker etablieren, um es stärker zu spielen. Und das sind so an verschiedenen Punkten Dinge, wo es mehr Raum gebraucht hätte und eben auch einen Film mehr, wie ich finde. Die Kampfsequenzen sehen richtig gut aus und die Schere und Tragweite der Geschehnisse und, ach, Kostüme habe ich gar nicht genannt, Kostüme, wirklich, die Bene Gesserit, fantastisch aus, auch um die Hakon und auch diese großen Aufnahmen rund um die Fremen als Wüstenvolk mit ihren Destillanzügen und allem, was sie brauchen, um ihr Wasser vom Körper ständig wieder zu verwerten. Einfach eine Menge, was dieses Department liefern muss. Aber diese komplett religiöse Ebene, die so stark durchgezogen wird zulasten der Ökonomie, der Ökologie, auch der Frage der Verantwortung, ich glaube, hier ist ein großes Ungleichgewicht drin, wo sich der Film für mich zu stark klar in eine Richtung drängte und einen Film mehr zu machen, um die Fremen, die Hakon, die Bene Gesserit und auch den Imperator und das, die Galaxie im Ganzen mehr in den Fokus zu rücken, hätte ich mir mehr gewünscht, daraus mehr zu machen. So gerät das Ganze in eine leichte Schieflage, wo es für mich kein Meisterwerk ist, und ich rausgehe und sage, ich habe einen wirklich, wirklich guten Film gesehen, sogar einen sehr guten Film, wo vielleicht die Erwartungen auch ein bisschen zu hoch waren, denn ewig habe ich mich auf den zweiten Teil gefreut, dann wurde er noch geschoben und nochmal geschoben und man denkt sich, oh, wann ist es denn endlich soweit? Dann sieht man endlich diesen Film, da sind die Erwartungen vielleicht auch ein Ticken zu hoch an dieser Stelle, aber auch overall, nach ein bisschen drüber nachdenken, ist er für mich unter dem extrem starken ersten Teil. Und so komme ich bei 9 von 10 möglichen Punkten als Drama-Science-Fiction-Film raus für Dune Part 2 und 8 von 10 möglichen Punkten insgesamt. Das ist ein Meckern auf hohem Niveau. Ich bin gespannt, was ihr sagt, wenn ihr den Film gesehen habt. Diese Review jetzt auch deutlich länger, weil da nochmal eine Menge Input drin ist, eine Menge an Gedanken, vielleicht auch ein, zwei Drehungen zu viel, aber es ist wirklich eine Menge, was es zu verdauen gilt und das gelingt zumindest mir nicht unbedingt gleich so wenige Stunden nach dem Sichten, aber natürlich wurde ich sehr, sehr viel von euch gefragt, wann kommt diese Review und dementsprechend ist sie jetzt da. Ich kann damit gut und gerne leben, diesen Film so gesehen zu haben und wenn Denis Villeneuve Dune Messiah oder Messias tatsächlich umsetzen wird, wie er es zumindest in Interviews hier und da schon gedroppt hat, dass er sich vorstellen kann. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Film, auch wenn er 190 Millionen Dollar Budget gekostet hat, nicht profitabel für Warner sein sollte. Warum sollte man der Sache denn nicht grünes Licht geben? Ich wäre auf jeden Fall dabei, ist auf jeden Fall immer noch ein Genuss im Kino und ich kann mir gut vorstellen, dass ich mit dieser Sichtweise, die immer noch sehr gut ist, trotzdem schon am kritischeren Ende rund um diesen Film existiere. Okay, dann bin ich am Ende meiner Review zu Dune Part 2 ab diesem Donnerstag, dem 29. Februar in den deutschen Kinos und ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.